Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich wieder aufgebrauchte Produkte, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich weiß, es ist relativ wenig Zeit vergangen zu meinem letzten aufgebraucht Video, aber es sind einige Sachen leer gegangen und bevor mein Körbchen hier überläuft, zeige ich euch einfach das, was leer gegangen ist und erzähle ein bisschen was dazu. Es muss ja nicht immer ein elendslanges Video werden und das Körbchen muss nicht immer überquillen mit leeren Produkten. Jetzt am Wochenende soll es ja so richtig schönes Wetter werden und da haben wir alle Besseres zu tun, als lange Videos zu schauen oder lange Videos zu drehen. Und deshalb wird es heute ein hoffentlich etwas kürzeres Video, wobei, wenn ich mir die Sachen angucke, die da drin sind, es sind nicht so viele, aber ich habe ein bisschen was dazu zu sagen. Als erstes ist leer gegangen Ebelin Kosmetiktücher, das war ein 200er Pack und die Kiste ist noch nicht klein gemacht, weil ich die vorhin erst aufgebraucht habe, sprich heute Morgen. Und Kosmetiktücher kaufe ich ja immer. Brauche ich in verschiedenen Räumen hier im Haus und ja, kann man für verschiedene Zwecke gebrauchen. Und hier ist nochmal ein Päckchen, in dem Fall von Alouette, sprich der Rossmann-Marke. Das waren 150 Stück, das ist jetzt schon länger leer, aber das stand, glaube ich, im Bad. Ja. Dann kommen wir zu den eigentlichen Produkten, die vielleicht ein bisschen interessanter sind. Zuerst habe ich nochmal ein leeres Duschgel von Alverde Limited Edition Indian Spirit. Das war jetzt die letzte Flasche und ja, der Duft war angenehm, allerdings möchte ich jetzt im Frühjahr, beziehungsweise wir gehen ja schon stark auf den Sommer zu, eher Duschgel haben, das so ein bisschen fruchtiger ist, so ein bisschen belebender und nicht ein solches würziges Duschgel, wobei ich das sehr, sehr schön fand. Und falls es nächsten Winter wieder rauskommen sollte oder etwas in der Art, würde ich mir das auch durchaus nochmal kaufen. Dann ist leer, da bin ich sehr, sehr traurig, von Benecos das Cleansing Gel Aloe Vera. Ich habe in meinem letzten Video zu dem Eco Verde Haul gesagt, dass das leider derzeit nicht hergestellt wird. Ich habe nach wie vor nicht bei Benecos selber nachgefragt. Die Aussage von Eco Verde hat mir gereicht. Und das war meine vorletzte Tube. Die letzte ist jetzt zu zwei Dritteln, würde ich mal sagen, leer. Und dann will ich was anderes ausprobieren. Ich finde es schade, wenn das tatsächlich gar nicht mehr produziert wird, weil das fand ich wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm. Hat mein Make-up abgenommen beim ersten Waschen. Ich wasche ja nur einmal mein Gesicht mit einem Waschhandschuh oder mit meiner Clarisonic Mia 2 und ich habe kein extra Reinigungsprodukt gebraucht, kein Make-up-Entferner, kein gar nichts. Ja, schade, schade. Hier noch ein alter Bekannter, zwei alte Bekannte und dann gibt es mal ein paar Sachen, die ich noch nicht so oft gezeigt habe oder noch gar nicht gezeigt habe, aber das ist wirklich nicht viel. Ja, von Sante das Feuchtigkeitsshampoo mit Biomango und Aloe für trockenes Haar. Habe ich euch auch schon ganz, ganz oft gezeigt. Benutze ich regelmäßig eine Flasche nach der anderen. Die nächste ist auch schon natürlich wieder in Benutzung. Und das wird immer, immer wieder nachgekauft. Auch wenn ich vielleicht zwischendurch mal was anderes probiere, was ich im Moment nicht gedenke zu tun, aber das ist mein Go-To-Shampoo. Genauso wie diese Haarkur hier von Alterra mit Bio-Granatapfel und Bio-Aloe Vera für trockenes und strapaziertes Haar. Ich bin immer noch sehr froh und dankbar, dass mir das damals vorgeschlagen wurde von mehreren Zuschauerinnen. Und das kaufe ich immer, immer wieder nach. Für mich eine der besten Haarkuren, wenn nicht die beste, die ich bisher ausprobiert habe. Dann habe ich leer gemacht Anfang des Monats, wo es so ein bisschen wärmer war, Ende April, Anfang Mai und meine Haut wieder angefangen hat zu spinnen und nur noch Öl zu produzieren. Ein paar Blotting Papers, die ich noch hatte. Das waren jetzt in dem Fall von Essence
Fasches Madel Oil Control Paper, das war mal eine Limited Edition oder Trend Edition. Waren meine letzten Blotting Paper, benutze ich sehr, sehr gerne. Ich muss mal gucken, wann ich wieder welche kaufe. Ansonsten nehme ich einfach eben ein Kosmetiktuch, das geht auch. Aber die sind halt praktisch für unterwegs. Dann ist der von Santé Family das Augenfluid mit Biogranatapfel und Marula. Das ist schon eine Weile leer und ich teste jetzt gerade das von Altera, das ich in dem Testpäckchen drin hatte. Das ist auch ein Augenfluid oder Augencreme. Ich glaube Augencreme, aber es ist sehr flüssig, deshalb sage ich jetzt das Augenfluid. Hiervon habe ich noch eine im Schrank, die wird auf jeden Fall auch wieder benutzt. Ich bin allerdings immer noch auf der Suche nach etwas, was der Trockenheit unter den Augen entgegenwirkt. Auch da habe ich in meinem Ecoverde-Haul gezeigt, dass ich mir ein Hyaluronsäureprodukt gekauft habe, das ich momentan teste. Dazu kann ich aber noch nicht wirklich was sagen, weil es jetzt erst ein paar Tage in Anwendung ist. Dann ein Hydrolat, Hydrosol von Biopark, Organic Clary Sage, also Muscatella Salbei. Das hatte ich euch, meine ich, gezeigt in meinem Video zu meinen aktuellen Gesichtspflegeprodukten. Und dieses Hydrosol habe ich verwendet als Gesichtswasser, als Toner nach dem Waschen morgens und abends. Morgens wasche ich ohne Waschgel, nur mit warmem Wasser und einem Waschhandschuh. Abends dann eben mit dem Gesichtswaschgel und wahlweise einem Waschhandschuh oder meiner Clarisonic. Und da habe ich das eben immer als Gesichtswasser, als Toner benutzt. Ich fand den Duft himmlisch. Kurzfristig hat es auch die Ölproduktion meiner Haut ausbalanciert. Ich denke aber, man müsste es wirklich noch wesentlich länger benutzen, um einen langfristigen Erfolg zu sehen. Hier waren drin 100 Milliliter, das hat auch sehr lange gereicht. Und so, da musste ich mal kurz niesen. Ja, ich wollte sagen, schauen wir mal. Ich werde das vermutlich irgendwann wieder bestellen, nur jetzt im Moment nicht. Aber ich habe ja auch noch was von meinem Geburtstagsgutschein übrig. Dann ist leer von Schmitz das Natural Deodorant in der Variante Fragrance Free. Habe ich euch schon mehrfach gezeigt, auch in verschiedenen Ausführungen mit dem mit der Aktivkohle oder Limette und Bergamotte. Das ist jetzt leer und das war mein letztes von diesen Schmitz Natural Deodorants. Heute habe ich es nicht so mit der Aussprache. Schmitz Natural Deodorants. Ich teste jetzt gerade ein anderes Deo-Produkt, das ich mir schon vor einer ganzen Weile zusammen mit denen hier gekauft hatte, das jetzt aber die ganze Zeit in der Schublade lag und ich gesagt habe, nein, ich kaufe jetzt kein neues Deo, bevor ich das nicht getestet habe. Das ist jetzt allerdings erst seit 2 Tagen, weil das hier ist erst vor 2 Tagen leer gegangen, also kann ich dazu auch noch nichts sagen, aber bisher bin ich davon doch recht angetan. Aber das ist nach wie vor eine Empfehlung, würde ich auch jederzeit nachkaufen, es sei denn, das andere Produkt jetzt überzeugt mich mehr. Auch leer ist von Alverde mal wieder die 12 Hours Long Stay Mascara. Ich weiß nicht, ob ich nochmal andere Mascara ausprobiere, vermutlich schon, aber das ist, wie ich auch schon öfter gesagt habe, meine Go-To-Mascara in Sachen Naturkosmetik. Die schmiert bei mir nicht, die bröselt erst, wenn sie wirklich schon relativ alt ist. Ich komme mit dem Bürstchen sehr gut klar. Es ist ein schönes Schwarz, es verdichtet die Wimpern, es verlängert die Wimpern. Und ja, ein super Produkt in Sachen Naturkosmetik. Gerade bei Mascara in Naturkosmetik ist es echt schwierig, eine gute zu finden. Und ich habe da schon einige getestet gehabt und deshalb war ich echt froh, die gefunden zu haben und ich hoffe, dass die nicht aus dem Sortiment geht. Ist natürlich auch schon wieder in Benutzung. Dann habe ich ein paar Pröbchen geleert.
weil ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, meinen Pröbchenfundus zu dezimieren, was mir schon sehr, sehr gut gelungen ist. Wenn ich mal irgendwo eine Bestellung habe, wo ich Proben aussuchen kann, dann bestelle ich auch wirklich nur welche, die ich tatsächlich aufbrauche, wo ich weiß, dass ich sie auch aufbrauchen werde. Langer Rede, kurzer Sinn, es sind 3 Pröbchen leer geworden. Einmal von Dr. Organic, Bioactive Skincare, Organic Manuka Honey Hand and Nail Cream, Intensive 12 Hour Rescue. Die hatte ich schon mal, fand sie sehr angenehm, vor allem ist der Duft hier sehr, sehr angenehm. Ich würde sie mir sehr gerne kaufen, wäre sie nicht so teuer für das, was sie ist. Also für eine Handcreme bezahle ich normalerweise nicht so gerne viel Geld, aber die wäre, wenn euch das egal ist, eine Empfehlung oder einen Test wert. Dann genau dasselbe eigentlich mit der Domus Olea Toscana Anti-Age Hand Cream, Super Nourishing, Anti-Aging, Soothing, Protective, Stimulates the Microcirculation. Gleiche wie bei der Dr. Organic Manuka. Sie riecht gut, sie pflegt die Hände gut, ich würde sie jederzeit kaufen, wäre sie nicht für das, was sie ist. So teuer. Und last but not least, die Dr. Organic Bioactive Skincare Organic Hemp Oil Skin Lotion. Das ist also eine Körperpflege bzw. eine Hautpflege, nicht explizit für Hände. Ja, nicht explizit für Hände, aber ich habe es als Handcreme benutzt und fand auch das sehr, sehr angenehm, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, Dr. Organic ist mir einfach zu teuer. Dann sind wieder leer 160 Wattestäbchen. Und zwar sind das jetzt die mit dem Papierschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Die gibt es aber auch schon eine ganze Weile. Jetzt ist dieses Stäbchen in der Mitte nicht mehr aus Plastik, sondern aus gedrehtem Papier, sehr, sehr stabil, muss ich sagen, finde ich toll und ja, kaufe ich auch immer wieder nach und jetzt natürlich mit noch viel besserem Gewissen, wenn Papier verwendet wird und kein Plastik. Leer ist eine Tube-Handcreme, in dem Fall von Benecos, die Hand and Nail Cream for Happy Hands mit Sanddorn und Orange. Die hatte ich auf meinem Nachttisch liegen, zusammen mit den Pröbchen und die habe ich zuerst aufgebraucht und mich dann an die Pröbchen gemacht. Fand ich sehr, sehr angenehm. Habe ich auch bei Ecoverde gekauft, damals mit anderen Handcremes noch zusammen im Winter. Und ja, würde ich jederzeit wieder kaufen. Fand ich angenehm, auch der Duft war angenehm, hat schnell, ist schnell eingezogen und hat die Hände auch im Winter ganz gut gepflegt über Nacht. Das ist das, was ich von einer Handcreme erwarte. Insofern würde ich die, wie gesagt, eben auch wieder nachkaufen. Dann ist leer von La Vera die basissensitive Feuchtigkeitscreme mit Bio-Jojoba und Bio-Aloe Vera. Spendet langanhaltende Feuchtigkeit für ein natürlich zartes Hautgefühl. Das war meine 2. Tube und die 3. Tube ist ebenfalls jetzt schon wieder in Gebrauch. Einerseits, weil ich mit der Creme relativ gut zufrieden bin, andererseits, weil ich momentan einfach nicht die Muße habe, mich nach was anderem umzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich bin damit zufrieden, benutze sie nur morgens, weil ich jetzt für abends ja wieder ein Öl habe. Und ja, ich kann da nichts Negatives drüber sagen. Sie spendet Feuchtigkeit, allerdings wirkt sie jetzt nicht meiner übermäßigen Sebo-Produktion entgegen. Das ist aber auch keine ausgewiesene Wirkung dieser Creme. Insofern kann ich ihr das nicht anlasten, aber finde ich durchaus schön und auch gut im Preis. Die kostet, glaube ich, knapp 8 oder knapp 10 Euro, da bin ich mir gerade nicht sicher. Dann ist leer von Elmex Karies Schutz Professional, eine kleine Probe, die ich ebenfalls mal von meinem Zahnarzt bekommen habe. Das war jetzt zum Glück auch die letzte Probe, die ich noch hatte. Und ja, fand ich angenehm. Ob sie jetzt Karies so wirklich fernhält, kann ich nicht sagen. Meine Zähne sind ziemlich gesund.
Ich hatte bis jetzt keine größeren Schwierigkeiten, außer dass sie eben schmerzempfindlich sind und die Zahnhälse ein bisschen freiliegen zum Teil. Das ist aber durch jahrelanges falsches Putzen entstanden, bevor ich meine Ultraschallzahnbürste gekauft habe. Wie dem auch sei, also Huelmex finde ich ganz gut. Da steht auch noch drauf, plus Zuckersäureneutralisator. Also wer gezuckerte Sachen öfter isst, könnt ihr das mal ausprobieren in Absprache mit dem Zahnarzt. Ich will euch nichts aufschwatzen. Dann das letzte Produkt ist ein dekoratives Produkt, das in meinem Körbchen drin war, wo ich ein paar Produkte gesammelt habe, die ich jetzt auf jeden Fall aufbrauchen möchte, die mir zu schade sind zum Wegschmeißen, die keine Naturkosmetik sind. Und das war von Revlon die Colorburst Lip Butter in der Farbe Creme Brûlée. Ein sehr, sehr schöner, neutraler Ton, so leicht beigelich, sehr schön glänzend, fand ich toll. Kaufe ich aber definitiv nicht nach, weil keine Naturkosmetik und die habe ich auch ein paar Jahre gehabt. Also ich hatte 4 Stück davon, eine habe ich jetzt noch, trage ich gerade auf den Lippen, die hier. Berry Smoothie, passend zu meinem T-Shirt, das seht ihr nicht, aber auf dem T-Shirt habe ich in genau derselben Farbe Muster drauf. Tut aber nichts zur Sache. Also der ist leer, der Lippenstift, und damit ist auch mein Körbchen leer. Ich hoffe mal, dass das Video nicht ganz so lang war wie sonst und dass ihr vielleicht ein paar Tipps und Anregungen bekommen habt oder vielleicht auch ein paar Tipps und Anregungen für mich habt. Ich bin ja immer sehr dankbar, gerade für die Tipps aus dem Bereich Naturkosmetik. Ich teste ja auch gerne. Und ja, ich wünsche euch jetzt ein richtig, richtig schönes sommerliches Wochenende. Bei uns sind bis zu 31 Grad vorhergesagt. Muss ich nicht unbedingt haben, bin ich ganz ehrlich. Aber nachdem es jetzt die letzten paar Tage jeden Tag mindestens einmal geregnet und oder gewittert hat, bin auch ich wieder reif für ein bisschen Sonnenschein. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und passt auf euch auf, bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Tschüss!